Jowa, ein kleines Dorf hoch über dem Misox. Die landschaftliche Schönheit und die gut erhaltenen Häuser lassen nichts von den Problemen dieses Ortes ahnen. Jowa ist kaum noch bewohnt. Das alte Schulhaus steht heute verlassen da. Schon seit 1952 gibt es hier keine Schüler mehr. Das abgelegene Dorf ist nur schwer zugänglich. Auf diesem Pfad müssen Post und andere Güter mühsam mit dem Maulesel nach Jowa hinaufgebracht werden. Im Winter ist auch das oft nicht möglich. Bei schwierigen Verhältnissen muss dann der Postbote den rund einstündigen Aufstieg von Buseno aus allein bewältigen. Jowa ist neben diesem Pfad von Buseno im Kalankatal nur noch auf einem zweiten solchen Pfad von San Vittore im Misox erreichbar. Wer diesen Weg einschlägt, braucht für den Aufstieg jedoch 2 Stunden. Zurückgeblieben sind in dem abgelegenen Dorf die Alten. Junge oder gar Kinder gibt es in Jowa schon lange nicht mehr. Noch ganze 8 Einwohner zählt der Weiler heute. Und auch unter diesen letzten Einwohnern gibt es manche, die das Dorf am liebsten verlassen würden. Herr Valenti, sind Sie hier in Jowa geboren? Nein, in Roveredo, Fraktion Carasole. Wann sind Sie nach Jowa gekommen? Als ich 6 Jahre war, bin ich mit meiner Mutter heraufgekommen und mit 7 hier in die Schule gegangen. Seitdem bin ich hier. Wie alt sind Sie? Ich bin Jahrgang 1909, also über 65 Jahre. Möchten Sie Jowa verlassen? Ja, doch, gerne. Ich würde noch etwas zahlen, wenn ich hier fort könnte. Warum? Weil es mich seelisch belastet. Es ist ein Ort, an dem man kaum mehr leben kann. Es fehlt an allem. Die Leute von Jowa führen ein äußerst einfaches Leben. Ihre Häuser sind ärmlich. Fließendes Wasser gibt es nur in einem der Häuser und am Dorfbrunnen. Es fehlt an allem hier oben. Für die Leute von Jowa gibt es neben der täglichen Arbeit kaum eine Abwechslung. Von den 8 in Jowa zurückgebliebenen wirtschaftet jeder in seinem Haus für sich allein. Mais, Kartoffeln und Käse sind die hauptsächlichsten Nahrungsmittel der Alten von Jowa. Gemüse und Fleisch kommt dagegen selten auf den Tisch. Besonders hart und eintönig ist das Leben für die Leute von Jowa in den Wintermonaten, wenn das Wetter sie zwingt, in ihren schlecht heizbaren Häusern zu bleiben. Im Winter ist das Dorf noch mehr als sonst vom Tal abgeschnitten. Die schneebedeckten Pfade sind für die Alten meist kaum begehbar. In dieser Jahreszeit verlassen die betagten Einwohner von Jowa ihre Häuser nur selten. Die Alten hier oben haben auch keine Kirche, eine Seltenheit in dieser Gegend. Der Pfarrer von Buseno kommt nur 2-mal pro Jahr in das schwer zugängliche Dorf hinauf. Diese Schafe, einige Ziegen sowie 2 Kühe verschaffen den Leuten von Jowa ein bescheidenes Einkommen. Im Übrigen müssen die Alten von ihren AHV-Renten und den Ergänzungsleistungen leben. Ein kleines Seilbähnchen verbindet seit einiger Zeit Jowa mit dem Tal. Doch kann dieses einfache Bähnchen nur Material und nicht auch Personen ins Dorf hinauf transportieren. Ein in Roveredo lebender italienischer Staatsangehöriger hat diese Seilbahn aus eigener Initiative und auf eigene Kosten gebaut. Partenza!
Das Bähnchen fährt allerdings nur am Samstag. Dann befördert Signor Guidoni gegen Entgelt seiner Unkosten die im Dorf dringend benötigten Güter nach Giova hinauf. Diese Privatinitiative eines Einzelnen hat die Lage der Leute von Giova wenigstens in Bezug auf den Gütertransport beträchtlich verbessert. Herr Guidoni, Sie haben dieses Materialbähnchen für die Leute von Giova gebaut. Warum? Aus humanitären Gründen. Ich habe gesehen, dass diese Bewohner alles auf dem Rücken hinauftragen müssen. Und ich habe mich gefragt, warum, wenn es doch etwas gibt, das weniger mühsam ist. So habe ich dann mit einem Freund zusammen dieses Seilbändchen gebaut. Dass dieses Materialbändchen allein die Probleme von Giova nicht lösen kann, zeigte sich drastisch während unserer Dreharbeiten. Eine 82 Jahre alte Frau war plötzlich schwer erkrankt. Tagelang musste sie auf einen Transport ins Tal warten, da heftige Schneefälle die Wege nach Giova unpassierbar gemacht hatten. Bevor die Träger aus dem Tal die Kranke heruntertragen konnten, musste zuerst der Pfad vom Schnee freigeschaufelt werden. Dass ein solcher Transport auf dem steilen Pfad ins Tal für betagte Kranke alles andere als zuträglich ist, erscheint klar. Vorfälle wie dieser geben denn auch den in Giova zurückgebliebenen Alten immer wieder zu denken. Wenn ich wirklich krank würde, dann müsste ich fort, weil ich mich hier nicht pflegen könnte. Ein Arzt kommt nicht nach Giova, weil der Weg schlecht ist. Wer pflegt sie, wenn sie krank sind? Die Schwiegertochter. Aber wenn ich schwer krank würde, müsste ich in den Spital. Wenn Sie schwer erkranken würden, wie kämen Sie hinunter? Man müsste mich auf einer Bahre hinuntertragen, aber es braucht dazu vier Männer. Es ist schwer, vier Männer aufzutreiben, denn es hat ja bald keine mehr. Die gegenwärtige Situation ist schwierig und unmenschlich. Wenn sich unsere Behörden, Gemeinde, Kanton und Bund nicht bemühen, eine Verbindung mit dem Tal herzustellen, sei es eine Straße oder eine Seilbahn, dann ist es fertig. Eine Möglichkeit wäre eine Forststraße Carasole-Giova, schon lange projektiert, aber nie ausgeführt. Ich wünsche eine Straße oder eine Seilbahn. Wenigstens eine Seilbahn, die auch Personen transportiert, nicht nur Material und Vieh. Auf die ersehnte Straßenverbindung mit dem Tal wartet Giova seit langem vergebens. Projekte für Güterstraßen gibt es zwar seit 20 Jahren, doch wurden diese wegen der hohen Kosten und Meinungsverschiedenheiten über die Linienführung nie ausgeführt. Nun endlich ist das Tracé für eine Verbindung mit Busino festgelegt und im Spätherbst hofft man, mit dem Bau beginnen zu können. Da die Patenschaft für bedrängte Gemeinden einen Beitrag von 300.000 Franken garantiert hat, scheint auch die Finanzierung gesichert. Zudem wird auch vom MISOX aus eine Güterstraße geplant. Für die in Giova zurückgebliebenen kann schließlich dank der Finanzierungshilfe der Patenschaft für bedrängte Gemeinden auch eine Dorfwasserversorgung gebaut werden. Für Giova besteht damit heute wieder eine Hoffnung. Vielleicht kann der sterbende Weiler in letzter Minute doch noch gerettet werden. Vielleicht gibt es für die Leute von Giova doch noch eine Zukunft. Mitbestimmung ist immer gut. Ne? Sind wir froh, dass wir auch mitbestimmen können. Ne? Diese beiden Institutionen, die wir jetzt haben, sind doch völlig ungenügend eigentlich. Wenn zu viel mitgeredet wird, glaube ich, ist es.